Ja, herzlich willkommen bei einem neuen Audienkommentar. Diesmal zu The Walking Dead Episode 3. Zu 4 The Walking Dead, die Episode 3. Was ist bis jetzt passiert? Unsere Patchwork Family, bestehend aus Mutter Mutter Madison, dem Vater Travis und den Kindern Nick und Alicia, sind im Zentrum dieser Serie. Ach, solange ich mit euch normal spreche, kann ich die Kopfhörer nur abnehmen. Und so wie es aussieht, haben sich die Wege getrennt, denn der gute Travis möchte unbedingt, dass er noch seinen Sohn rettet, der noch bei seiner Frau im anderen Teil der Stadt ist. Und gleichzeitig ist Madison dann mit den Kindern zu Hause und beobachtet, wie zum Beispiel die Nachbarn überfallen werden, wahrscheinlich von Zombies. Und Travis versteckt sich mit seiner Ex-Ehefrau und dem Kind dann halt bei einem spanischen Friseur. Da sind wir stehen geblieben. Jetzt noch was Wichtiges. Das hier ist ein Audiokommentar. Ich glaube, viele haben nicht ganz verstanden, was ein Audiokommentar ist. Ihr könnt jetzt parallel zu mir die Episode 4 The Walking Dead, Episode 3 auf Amazon Prime gleichzeitig tippen, wenn ich gleich runterzähle. Also anklicken und dann loslaufen lassen. Und dann schauen wir zusammen einfach gemütlich Fernsehen. Ihr müsst auch nicht unbedingt auf mein Bild schauen. Ihr könnt auch einfach mich nur im Hintergrund sabbeln haben. Und diesmal Premiere. Ich habe sie vorher nicht geschaut. Höchstens 5 Minuten, kann man sagen. Wir lassen mal alles zu uns kommen. Ich hoffe, ich werde mir jetzt nicht zu selber zu oft in die Handlung reinplappern. Vielleicht bin ich dann diesmal ein bisschen ruhiger. Schöne Grüße dabei auch mal an, ich habe schon Feedback bekommen von einer Seherin, von der lieben Kerstin, ihr kennt sie vielleicht noch aus diesem Video. Ah, ich hab's runter! Ich hab's runter! Oh, Entschuldigung, ein kleiner Teil ist runtergeflogen. Ich hab's nicht ganz gut. Disqualifiziert! Und, ich würde sagen, nicht lang schnacken. Nach diesem Audiokommentar kommt wie immer auch ein kleiner Recap von mir. Den werde ich aber diesmal getrennt voneinander machen. Den Hinweis findet ihr dann am Ende des Videos. Ich weise euch aber auch nochmal darauf hin. Also Kopfhörer an. Auf Amazon Prime einloggen. Und ich bin jetzt direkt, wenn ich 5, 4, 3, 2, 1 runtergezählt habe, bei dem Punkt, dass ich sofort auf Play klicken kann und dann startet die Folge sofort. Ich habe schon alles soweit eingerichtet. Deswegen 5, 4, 3, 2, 1, Klick. Wie immer zu Anfang werde ich euch ein bisschen sagen, was ich sehe, damit wir uns einigermaßen synchronisieren können. Es ist erstmal schönes Schwarzbild, ein paar Menschen. Der Sohn von Travis guckt ein bisschen durch die Lamellen von dem Friseurladen. Ein Polizeiauto wird gerade zur Seite gekippt. Da geht die Party ab. Wenn ich so zur Seite gucke, da ist dann halt der Fernseher. Kann halt die Kamera nicht direkt davor stellen, sehe ich ja das Ding nicht mehr. Und jetzt ein ekelhafter Typ mit ziemlich krassen Augen. Willkommen zurück bei Fear the Walking Dead. Wichtiger Hinweis, komm weg vom Fenster. Die trinken immer noch Leitungswasser? Vielleicht wird das Virus ja über das Leitungswasser? Ja, stimmt, die wissen es ja einfach auch nicht besser, ne? Wir wissen es ja selber auch nicht. Okay, jetzt ein bisschen das Licht dimmen für romantische Stille. Ob bei den Zombie-Nachbarn irgendwas los ist? Geht's ab bei den Nachbarn. So stelle ich mir jede Kinder. So hätte ich es gerne auf jedem Kindergeburtstag. Ein kleines nettes Sit-in. Warum macht das nicht mit dem leeren Glas? Ja, das bist wohl du. Ich brauch's aber mal. Wäre geil, wenn das nur Tic-Tacs wären. Travis ist voll scheiße. Das ist mir auch in der Zombie-Apokalypse wichtig, dass ich dazu stehe, dass Travis scheiße ist.
Hier hatte ich beim Sehen schon gedacht, die kämen schon davor spannend, aber nein, wir sind zurück im Friseurladen. Als Familie? Alter. So ein Friseurladen, der ist super sicher. Gar nicht so schlechter Gag. Ich weiß noch nicht, ob der Spanier es verstanden hat. Ich habe uns eine Pizza bestellt. Rache. Es ist wichtig. Ich habe keinen Bock auf Sie, verstehen Sie? Es ist ja auch nicht wirklich Holz, das ist, glaube ich, ist das Plastikholz? Macht das Holz, wenn es warm wird? Ja, echt? Zu Papier habe ich nicht mehr gesehen. Es geht raus! Ja, Omi, immer schön das Kreuz mitnehmen, das hilft ja auch. So eine kleine Stichwaffe, weißt du? Puh. Und zusammen rufen wir Captain Planet! Toll. Hä? Warum hat er die Leute überhaupt reingelassen? Suchen Sie jetzt den Stanley Cameo. Endlich geht mal richtig die Party ab. Da ist ja der Trailer. Diese Episode heißt Der Hund auf Deutsch. Ach, es gibt immer so ein schönes Gänsehautgefühl, wenn dieses kommt. Das hat schon eher so was Lost-artiges. Aber case closed bei Lost. Zurück bei Drogi. Monopoly! Welche Edition? Nicht mal die SpongeBob-Edition. Pff. Mann, Nick, ey. Ist das der Sohn von Johnny Depp? Ich glaube, das Thema hatten wir schon mal, oder? Der nimmt doch lieber den Piraten. Ob das bei der Maueröffnung auch so war, aber die Haare sahen in den Fernsehbildern damals nicht so aus, als hätten die so viel Spaß. Wer jetzt vergleichen möchte, macht sich ein YouTube-Video auf mit den Mauerleuten. Ich frage mich auch gerade, was der Sinn dahinter steckt, jetzt einfach total auszurasten. Es ging ein bisschen plötzlich, oder? Naja. Apokalypse halt, da hält sich keiner an Regeln.
Die erste Regel der Apokalypse nennen sie nicht Apokalypse. Oh, geile Ego-Perspektive des Schlauchs. Warum hat sie denn nicht das Kreuz zum Abstützen benutzt? Sie hatte das auch extra angezogen. Ich trinke mal kurz was, Kinders. Ach, Travis, wieder einer von diesen Gundmenschen-Sorte, die einfach alle mitnehmen. Aber wir werden ja selber auch so. Wir hatten, glaube ich, das Thema letztes Mal schon, aber spricht man immer in seiner Heimatsprache, wenn man jemanden auch was besser fühlen lässt? Also, wenn ich jetzt in England bin, würde ich dann auf einmal Englisch sprechen, um mich wohler zu fühlen? Boah, die Facker, die Schlossallee kaufen, das sind die größten Spasten, die es gibt, weißt du? Bei Disney Monopoly habe ich übrigens auch gemacht. Es ist Johnny Depps Sohn. Wenn eine Mutter das sagt, ist das so uncool. Du bist dran mit Würfeln. Echt? Travis. Wenn du es dreimal sagst, kommt er im Spiegel. Das ist eine Satzkonstruktion. Ich habe voll das Déjà-vu am Laufen. Hat man nicht was am Laufen mit Kerlen oder mit Weibern? Oh, das ist links ein Zombie, oder? Machen wir Zombie-Wimmelbild. St. Patrick's Day? Karneval? Mardi Gras! Kennt ihr Mardi Gras? Da werden Perlketten geschmissen. Und die Frauen müssen ihre Brüste zeigen, damit sie welche kriegen. Mardi Gras. Oh, jetzt muss ich wieder an Zombama denken. Es ist Gott, warum schießt ihr auf Gott? Boah, krass. Das alles aufzubauen und sowas und dass man so durchfährt, ist schon krasse Scheiße. Noch ist es nicht wie bei The Walking Dead, wo du halt immer an einem Ort bist. Sondern im Endeffekt ist es viel Fahrerei. Oder Wanderei. Gut, fahr bei Walking Dead nachher ja auch. Fährt Travis jetzt eigentlich noch zu Madison oder macht dann halt bei Burger King oder was? Oder fährt jetzt in eine Wüste? Fahrt sie in die Kirche?
Nein, ich hab sie gerettet. Nein, du hast mich gerettet. Oh, jetzt... Die Lichter gehen aus. Krass. Das ist ein krasser Moment, glaube ich, wenn wirklich so richtig krasser Stromausfall ist. Boah. Krass. Jetzt ist die Kacke wohl am Dampfen. Jetzt sogar ist nicht beim Film ausgegangen. Ich bin am... Ah. Ich habe keinen Bock. Ist Zombie-Apokalypse, Mama. Du tust es nämlich. Arschloch. Na, jetzt wird's gruselig. Es ist gut, euch ja nicht Bescheid zu sagen, dass draußen menschenfressende Zombies unterwegs sind. Das hilft ungemein. Ein Hund! Oh. Resident Evil, wo bist du? Wichtige Frage, ist er gebissen oder nicht? Ah. Bellt der Hund ihn jetzt an, weil es sein Herrchen ist? Stimmt, wie würden... eigentlich Hunde auf Zombies reagieren bei ihrem eigenen Herrchen. Der Hund. Nur weil der Hund ein Ausländer ist, nimmt er nicht mit. Ein deutscher Schäferhund ist es nämlich, ne? Hahaha. Was ist das denn für ein crazy Gartenlabyrinth? Boah, krasse Lichtinstallation. Haben die ganze Decke beleuchtet? Susan, wir sind eure Nachbarn, wir sind kurz bei euch eingebrochen. Also wir wissen eigentlich, wo euer Schlüssel liegt und haben uns gedacht, wir machen solche Sorgen, wir brechen bei euch ein. Hat jemand Alicia mal Bescheid gesagt wegen diesen komischen Typen, die rumlaufen? Ich glaube, die, die am längsten laufende Energieform bei einer Zombie-Apokalypse wäre die Solarenergie. Denn bei Atomkraftwerken, sobald da irgendetwas nicht in Ordnung ist,
Im Regelfall schaltet sich eigentlich runter. Gegenbeispiele sind bekannt. Der Hund. Gab es bei Walking Dead schon Tiere im Zombie-Modus? Ich glaube nämlich nicht, oder? Ja. Müsste nicht sie den Ruf schon nach Travis gehört haben? Boah, ey, wenn die sich jetzt verpassen. Da ist wohl einer ein chinesisches Menü. Der Hund. Alter Falter. Können Hunde denn infiziert sein? Die sind echt schneller, oder? Als die späteren Zombies. Was ist das für eine scheiß Gartenkonstruktion? Ich gehe sie holen, denn uns trennen ist eine gute Idee, wie in jedem Horrorfilm, du dumme Tussi. Meine Fresse! Wie kann man denn die Munition vergessen? Was machen Sie in meinem Haus? Oh. Gut, dass Alicia keiner Bescheid gesagt hat. Das kriegt auch kein Schönheitsoperationstyp Arzt mehr hin. Eine Kugel haben wir noch, mein Freund. Danken Sie nicht mir, danken Sie Dr. Schrotflinte. Oh, was für eine Verschwendung von der Schrotflinte. Die sind ja eher so auf Streuung ausgelegt. Da wird sie direkt so mehr kaputt machen können. Ach, jetzt ist sie natürlich zu doof, den Weg rauszufinden. Mach GPS an, Alter. Na gut, bringt ja auch nichts.
Ist das jetzt ein Zombie gewesen oder ist das jetzt einfach die aufgeregte chinesische Verkäuferin? Happy Family. Oh. Tütlütlü. Schweigen sagt alles. War recht, hat er recht. Jetzt bräuchten wir noch Tobias. Tobias, können Sie noch mal. Du weißt am besten Bescheid. Komm mal her. Tobias, komm mal her. Ja, alle werden sterben. Wieso, du interessierst dich doch eh nur für die andere Familie. Pussy. Wieso bist du jetzt Arzt? Ich verschreibe Ihnen 500 Milliliter Axopatotol. Süß, ich wollte meinem Sohn schon immer das Nasenblut wegschmieren. Ich mache einen Test. Naja, einfach nicht gebrochen, sondern zu groß. Grippe. Was soll man sonst sagen als Papa? Ein Schlag auf die Fresse. Wow, Bitchfight! Und wenn wir alle zusammenhalten, können wir Captain Planet rufen. Peter war sein Sohn, ne?
Aber verbrennen ist gut. Das wäre ja mal geklärt. Spülen? Ja, blöd, ne? Ah, und du hast doch nicht studiert? Aber es ist viel einfacher. Ich bin der Mann. Mensch, die China-Verkäuferin kommt nicht durch, wa? Die Wüste. Du bist einfach zu gut, Travis. Das Gute ist, alle kommen zurück. Mm.
diese Pathetik kennen wir doch schon aus der zweiten Folge. Zeit für Smalltalk. Wäre das geil, wäre sie jetzt am Pennen. Der kann das nicht. Na klar, High Five. Dieses Mineralwasser ist so gut. Da ist er dann schon fast an Rick im Gefängnis. Ich glaube, viel freundlicher war die Nachbarin nie, oder? Travis. Er hat schon mit der Welt abgeschlossen, schön. So, welche Tonne ist heute dran? Ah, die Schwulentonne. Entschuldigung. Einer von den Bären. Und das ist eine Tasse Kaffee. Ist gerade halt echt eine schlechte Zeit für. Richtig. Travis möchte lieber die Menschen mit Worten überzeugen, auch wenn sie sabbern und das Menschenfleisch essen wollen. Wir wissen auch alle was, sie wird jetzt ihre alte Haushälterin erschießen. Die Nanny. The Nanny called Fran. Vielleicht will sie auch Hallo sagen. In ihrem Magen? Sie hat noch nie so hübsch ausgesehen.
Nur hässlicher. Muss sie töten, Travis. Geh, Travis. Och, Menno. Hätte ich jetzt gern ein bisschen nennige Kloppe gehabt. Och, mein Gott. Wundert euch nicht, dass ich ein bisschen rumvorwerke, aber irgendwie scheint der Akku von der Kamera auszugehen. Ja, das ist nicht so schön. Oh. Gleich schaltet sich die Kamera an. Das wäre schon Sinn. Kinder, puh. So was kommt davon, wenn man sich nicht vorbereitet. Okay, wir sind weiter im Pillenparadies. Habe ich was verpasst? Ich werde euch alle umbringen. Wir machen jetzt ein Cold Turkey mit dir. Ich habe schlimmere Schmerzen, weil ich bin auf Entzug. Dich will ich nicht in den Mund nehmen, Mutti. Uah. Gut läuft, Chef. Ich wäre das gerne, wenn mal alle Kölsch reden würden. Ich hab wohl nix Angst. Er ist nicht Familie. Und wir haben Gott. Ich gehe nicht mit. Ich gehe zu Matt. Bleibt die spanische Familie jetzt einfach da? Na, das wird ja ein Spaß. Das wird der beste Familientrip aller Zeiten. Tja, was denkt man, wenn man zwei Autos fährt? Die werden noch getrennt.
Madison. Ach ja. Gib mal deinem Schatzi einen Schmatzi. Ach nee. Krass. Das, was man beim Walking Dead die ganze Zeit vermisst, das Militär. Ich will meine Nanny sehen. Lass mich zu meiner Nanny. Krass. Krass. Ist doch alles erfunden, Travis, oder? Das ist keine Wo-Antwort. Johnny Depp geht mal ein bisschen im Garten rum. Johnny Depp macht, was er will. Ist egal, ob das Militär da ist. Irgendwo wird es ja schon Drogen geben, oder? Drogen, Drogen, braucht Drogen. Und alles, was ich brauche, um mir die Drohne zu beschaffen, ist dieser Schraubenzieher. Hallöge. Das finde ich fast gruseliger als die Zombies. Mensch, Nick. Stütze. Oh, oh, oh. Wrong. Wir sorgen für die optimale Abfertigung aller Leichen. Das X steht für, hier gibt's Barbecue.
Das war sie, die dritte Folge von Fear the Walking Dead. Und, Entschuldigung. Wer Lust hat, noch zu wissen, welche Meinung ich zu dem ganzen Format hat, der sollte sich das kommende Recap angucken, das ich natürlich hier sage, ich würde es verlinken. Hoffentlich tue ich es auch. Deswegen, danke, das war der Audiokommentar zu Fear the Walking Dead Episode 3.